Schönen guten Morgen allerseits. Ja, die erste Nacht auf dem Campingplatz haben wir überstanden. Es ist jetzt sogar Viertel von neun, also wir haben richtig, richtig gut geschlafen, ich jedenfalls. Teilweise war es ein bisschen kalt, deswegen musste ich mir nochmal den Pullover überziehen, aber dann ging das. Und ja, es war sehr ruhig und jetzt seht ihr hier im Hintergrund, wie viel Platz hier eigentlich noch ist. Und es ist einfach so schön, die Sonne scheint hier schon kräftig, die Vögel zwitschern. So als wenn wir mitten im Nirgendwo sind und es ist noch immer kein Mensch hier auf dem Campingplatz. Das ist so geil und ja, ich zeige euch gleich mal den Campingplatz und dann hole ich Frühstück und dann werden wir erstmal eine Runde frühstücken. Das sind hier die Feuerstellen, davon gibt es hier ganz viele, aneinandergereiht. Einmal komplett rum, für in so einem Kreis. Dann haben wir hier in der Mitte natürlich die Riesenfläche für Zelte ohne Ende. Und da hinten ist ein kleiner Spielplatz für Kinder, auch richtig cool. Und ganz hinten seht ihr das Gebäude, da sind Duschen drin, ist aber abgeschlossen, aber um 9 Uhr soll hier Betrieb sein, dann kann man die auch nutzen, ganz cool. Und es gibt hier überall so eine Wasserspender, ist allerdings kein Trinkwasser. Ja, um Campingzeug abzuwaschen, sich vielleicht nochmal morgens das Gesicht zu waschen oder sowas. Und hier sind überall reihenweise, sind hier Bänke aufgebaut. Das heißt, hier kann man auch schön Picknick machen, schön essen, schön frühstücken. Und da oben ist so ein Wirtschaftsgebäude. Da kann man sich wahrscheinlich anmelden. Ach so, und ganz wichtig, der Campingplatz kostet überhaupt gar nichts. Man braucht nur so eine Bestätigung, die muss man sich online muss man das beantragen. Und wenn man die hat, kann man hier ganz entspannt übernachten. Und angeblich gibt es ja auch irgendwie so einen Parkwächter, so einen Ranger, der dann auch wirklich kontrolliert, ob du so eine Bestätigung hast. Bei uns kam jetzt keiner. Wir haben nur jemanden gesehen mit einem Hund hier rumlaufen. Kann sein, dass der das war. Und jetzt nochmal den Ausblick von dem Parkplatz aus vom Campingplatz. Das ist der Hammer. Wir sind immer noch über den Wolken. Ich habe noch nie über den Wolken gepennt. Das ist richtig geil. Guck mal, ob man das sieht hier von der Kamera aus. Schemenhaft. Die Kamera kann das einfach nicht wiedergeben. Herrlich. Müsli ist so geil. Haferflock. Wir haben Besuch gekriegt. Wir sind nicht mehr die einzigen Gäste auf dem Campingplatz hier. Nudeln, die wir nicht mehr essen wollen. Nudelmacker auch nicht. Ich hab gerade in den Wald gekackt und ich hoffe, dass der Typ da das nicht rausfindet. Ja, Johann konnte einfach nicht mehr abwarten, das hat so gedrückt und dann hat er gesagt, ja, er geht jetzt. Sei mal ruhig, weil er versteht der Deutsch. Er geht jetzt in den Wald kacken und kurz danach kam der Ranger und hat schön die Toiletten hier aufgeschlossen. Hola. Klassischer Johann. Hola. Ja, der Park Ranger hier hat uns gerade mitgeteilt, dass wir hier gar nicht campen dürfen. Das ist nur für Familien mit Kindern. Er klärt natürlich den Kinderspielplatz hier. Und der eigentliche Campingplatz für uns ist 200 Meter weiter oben. Das heißt, wir werden gleich unsere Zelte zusammenpacken und dann einfach den Berg aufwärts kampieren. Mal gucken. Schade eigentlich, es war ganz cool hier. Aber vielleicht ist der andere auch ganz geil. Mal gucken. Hier ist das Wetter ja nicht so geil. Aber das kann ich ändern. So, unser nächster Halt ist der Campingplatz El Lagar. Der ist auch mitten im Nationalpark. Und das Geile an dem Campingplatz ist, man hat hier direkt einen Blick auf den Vulkan.
Jetzt gerade nicht, aber man soll ihn haben. Und ja, bisher ist hier leider keiner. Das heißt, wir können es doch gar nicht anmelden. Haben uns aber wieder online registriert. So läuft das hier auf den Campingplätzen. Man muss sich einfach online, muss man sich sozusagen einchecken. Da kriegt man so eine Genehmigung per E-Mail zugeschickt und dann kann man hier ganz umsonst ja, übernachten. Das ist richtig gut. Das Merkwürdige ist, hier ist auch wieder keine Menschenseele, also auch kein anderer Camper. Wir sind echt die Einzigen auf dem gesamten Campingplatz und das sieht auch gar nicht so klein aus. Ja, keine Ahnung warum. Hier campen die wohl nicht so gerne auf Teneriffa. Aber egal, besser für uns. Haben wir mehr Ruhe. Ja, und El Lagar soll von den Campingplätzen hier auf Teneriffa am besten ausgestattet sein. Bin ich mal gespannt, so was Duschen, Toiletten angeht. Und ich hoffe natürlich auch ein bisschen Strom für mein Kamerazeug. Einziger Nachteil an diesem Campingplatz ist der Anfahrtsweg. Habt ihr gesehen, da fährst du echt 3 bis 4 Kilometer, so einen übelsten Schotterweg. Und ich glaube, mit meinem eigenen Auto würde ich den nicht fahren. Aber gut, wir haben ein SUV gemietet und wir haben Vollkasko. Das heißt, wir müssen nur für Reifen und für Glasschäden bezahlen. Und deswegen ging das eigentlich. Aber der Weg ist nicht ohne und ziemlich holprig. Muss man echt teilweise nur im ersten Gang fahren und es dauert halt ewig, bis man hier oben ist. Aber es hat sich gelohnt, muss ich sagen. Und das Wetter ist herrlich. Geil, da in dem Gebäude, wo die Duschen drin sind, ist eine Steckdose. Das heißt, ich kann jetzt schön meine Drohne laden. So, der heutige Tag wird ein bisschen entspannter. Heute genießen wir einfach mal die Sonne. Wir haben gerade eben mal ein bisschen eingekauft, ein bisschen Fleisch. Denn heute werden wir mal auf gute deutsche Art grillen. Hier gibt es ja genügend Grillplätze. Und ja, wir haben ein bisschen Feuerholz gesammelt und haben den Grill auch schon angeschmissen. Und das Fleisch brutzelt auch schon vor sich hin. Und ansonsten werden wir noch ein bisschen uns die Gegend hier um den Campingplatz El Lagar angucken. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path. And I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back. Boah, das war lecker. Schön gespeist. Und ich habe auch schon geduscht, hier in der Duschkabine hinter mir. Es war sehr, sehr kalt, wie zu erwarten, aber sehr erfrischend. Ich habe auch etwas gebraucht, um mich zu überwinden. Aber jetzt bin ich doch froh, dass ich es gemacht habe. Ich fühle mich jetzt richtig gut. Das wurde mal wieder Zeit nach 3 Tagen ungefähr. Ich sah auch dementsprechend aus. Gerochen habe ich, glaube ich, auch ein bisschen, gerade an den Füßen, sagen die Jungs. Ja, und ich kann jetzt endlich schön frisch geduscht hier eine Runde wandern gehen. Mal gucken, was es hier noch so rund um den Campingplatz gibt zu entdecken. Und die beiden Jungs, die wollen nicht mit, die wollen Feuerholz sammeln, denn heute Abend wird wieder Feuer gemacht. So, ich gucke, was es hier zu entdecken gibt. Okay, hier wird es ein bisschen dichter. Einziges Problem, ich habe hier kein Netz und kein Kompass. Ich darf mich hier nicht verlaufen. Aber ich würde sagen, ich orientiere mich einfach an der Sonne. Da, wo sie untergeht, in die Richtung muss sie ungefähr.
Und da ich jetzt immer bergauf gehe, muss ich nachher nur bergunter. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ah. Ich bin schon wieder knapp eine Stunde unterwegs und bin auch schon ziemlich hoch gekommen. Wie hoch, das seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Ich bin über den Wolken, seht ihr das? Hier ist die Wolkendecke und der Anblick ist einfach nur atemberaubend. Das ist so, so heftig, wie das aussieht. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Das sieht aus wie eine andere Welt, als wenn ich wirklich im Himmel bin. Und hier ist noch die Sonne, die geht gerade unter, dauert nicht mehr lang, da verschwindet sie in den Wolken. Und ich glaube, der Sonnenuntergang wird richtig heftig, bin ich mal gespannt. Aber was auch richtig cool ist, hier auf der anderen Seite seht ihr den Vulkan Pico del Teide, der auch richtig gewaltig ist. Der ist richtig hoch, wie gesagt 3700 Meter. Und morgen haben wir vor, den zu besteigen. Ich hoffe mal, dass das klappt, weil wir haben vorhin im Internet gelesen, dass es nur geführte Touren gibt, um da hochzukommen. Andere sagen aber auch, dass man auch so hochklettern kann oder viele nehmen auch die Gondel. Aber man kommt nicht ganz nach oben. Dafür braucht man so eine Genehmigung von der Stadt. Und die kann man sich ganz einfach online beantragen. Gibt einfach bei Google ein Genehmigung Pico del Teide und dann findet ihr da die richtige Seite. Es gibt auch nur eine Seite, wo ihr das machen könnt. Und da gebt ihr einfach eure Daten ein und dann ist das völlig kostenlos. Und dann dürfte das eigentlich klappen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so einfach ist. Gut, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, damit ich noch den schönen Sonnenuntergang filmen kann. Das wird spektakulär. Before I back down, but you love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up. So I keep on pushing through.